Heute geht es um die FOF Landesspieler Special Card von Robin Gosens, eine 93er Gesamtwertung mit wilden Stats. Die sollte sich wirklich jeder von euch mitnehmen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr an die Aufgaben rangehen solltet und welches Team ihr dafür nehmen müsst, damit es wirklich schnell und easy geht. Bevor wir rein starten das Video, Jungs, ich muss es einfach sagen, sonst vergisst es einfach wieder die Hälfte. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr und ihr könnt mich damit kostenlos unterstützen und supporten. Ich würde mich mega, mega darüber freuen. Lasst eine positive Bewertung da und schreibt irgendwas in die Kommentare. Ist komplett egal. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Und jetzt starten wir mit dem Video. Und rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Jungs, ihr wisst, es geht um die Special Card, die jetzt am Freitag rausgekommen ist von Gosens, eine 93er, eine FOF Landesspielerkarte, sehr, sehr wild. Eine 93er Karte, ich glaube, es ist mit so das beste Rating von irgendeiner Special Card bis jetzt, die man sich auch wirklich erspielen konnte. Die kann fast jeder irgendwie einbauen, safe, ja. Ein Deutscher auf dem Flügel bei Atalanta, also Serie A, kann man sich irgendwie einbauen, Jungs. Und ich sag's wirklich, wie bei jeder Karte, egal, ob ihr den einbauen könnt oder ob ihr den überhaupt null linken könnt, mitnehmen sollte sich wirklich, also wirklich, das lohnt sich, jeder sollte sich den mitnehmen. Ist eine 93er Karte, es ist super SPC-Futter, so man spart sich mit so einer Karte bei einer eigenen SPC locker mal so 100 bis 150k, wenn man die mitnimmt. Und wir kommen jetzt auch direkt zu den Aufgaben und dann zu dem Team. Und diesmal tue ich die Aufgaben nicht so nacheinander einzeln vorstellen, die tun wir jetzt einfach nacheinander abhaken, weil das sind wirklich sehr, sehr einfache Aufgaben. Es sind wieder 4 Aufgaben an der Zahl und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die sind wirklich sehr, 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 sehr easy. Die erste Aufgabe heißt Robin Rocket und da sollen wir einfach nur in Squad Battles Partien, mindestens auf Profi oder in Rivals, 4 Tore außerhalb vom Strafraum machen. Ja, mach 4 Tore außerhalb vom Strafraum, keine Ahnung, da spielt er halt Schwierigkeit Profi, Squad Battles gegen ein easy Team, da macht ihr das in einem Spiel komplett easy. Die zweite Aufgabe sind die Flanken-Experten bzw. Flanken-Experte und da sollen wir in 3 separaten Squad Battles Partien wieder Profi oder Rivals mit einer Flanke zum Vorbereiter werden. Spricht für sich die Aufgabe, ja. Also dreimal Flanken-Assist, ja. Die dritte und vorletzte Aufgabe, deutsche Tore, da sollen wir bei 7 separaten Squad-Battles siegen, ja. Also müssen wir auch gewinnen und das auf Weltklasse oder Rivals mit Deutschen treffen. Ja, mach Tor 7-mal mit einem Deutschen, während du einen Win holst auf Weltklasse oder in Rivals, auch easy. Und die letzte Aufgabe ist die Serie A Bilanz und da sollen wir in 10 separaten Squad Battles Partien, dann nur auf Profi oder in Rivals Partien mit Serie A Spielern treffen. Das heißt, macht ihr in einer Partie mit Robin Gosens ein Tor außerhalb vom Strafraum, was von jemandem mit einer Flanke vorbereitet worden ist, habt ihr in einer Aufgabe bei jeder eine Einschummer stellen. Wenn ihr das mehrmals macht, dann macht ihr das vielleicht in, also ihr braucht maximal eigentlich 7 Spiele, um das zu machen, einfach weil bei der einen Aufgabe müsst ihr was bei 7 separaten Partien machen. Da habt ihr den Typen abgehakt. 7 Spiele, ja, kriegt man easy an dem Tag hin, da habt ihr den 93er großen Jungs. Bitte nehmt den euch wirklich. Kommen wir auch direkt zu dem Team, was ihr dafür nehmen solltet. Ich habe das Team so gebaut, kauft das nicht einfach random so nach und hört mir erstmal ganz kurz zu, was ich mir dabei gedacht habe, weil das könnt ihr euch wirklich eigentlich sparen, das so komplett nachzukaufen. Und zwar, ganz wichtig, ich habe Robin Gosens nicht auf LM, sondern im Sturm, könnt ihr als Stürmer oder Flügelspieler halt dahinstellen in dem Sturm, weil er soll die Tore machen, weil wir müssen ja mit Serie A Spielern und mit Deutschen Tore machen und dass wir das immer gleichzeitig machen immer. Deswegen ihn im Sturm. Dann auf den Flügeln außen habe ich auch Serie A Spieler 2. Das sind 2 Verteidiger, Außenverteidiger, also Rechtsverteidiger auf RM, Linksverteidiger auf LM. Warum habe ich da Außenverteidiger? Weil es sind die einzigen Deutschen auf Außen, die auf der Position spielen können. Und wir sollen ja auch mit Flanken, also per Flanke vorbereiten. Und falls mal einer von denen doch solo durchkommt, können wir auch mit denen direkt mal abziehen. Haben wir auch mit denen ein Tor und haben trotzdem ein Tor mit Deutschen, die in der Serie A spielen. Deswegen auch nochmal Kedira im Mittelfeld und den Rest habe ich einfach mit Serie A aufgefüllt. Ja, damit es einfach von der Chemie her passt. Also guckt da,
was man nehmen solltet. Also kauft wirklich am besten nur die deutschen nach oder nehmt sie. Und den Rest, den könnt ihr auffüllen, so wie ihr es wollt, was ihr gerade habt oder was euch gefällt. So, das habe ich jetzt einfach so gemacht. Also wichtig sind eigentlich so die zwei Außen, die deutsch sind, und Gosens im Sturm. Den Rest müsst ihr gucken, was ihr da haben wollt, beziehungsweise was ihr schon habt, damit ihr da auch wirklich Coins spart und nichts sinnlos so ausgeht. Einfach ist es, so könnt ihr auch wirklich den Gosens euch wirklich innerhalb von, also in den Tag easy. Ein Tag, länger brauchen wir dafür nicht. Dann habt ihr den Gosens, Jungs. Macht es so, wie ich es gesagt habe. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiter helfen. Ich werde mich danach auch direkt ransetzen und anfangen, ihn zu erspielen, Jungs. Ansonsten war es das von mir und wir sehen uns hoffentlich sehr, sehr bald zurück hier auf dem Kanal zu einem neuen FIFA-Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell, tippe, 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 ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder, viel Kloplatsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yasu, ciao, bye bye und adieu.